Moin Leute, zweiter Vlog, zweite Woche, wo ich euch mitnehme. Das Ganze geht los vom 2. Juni bis zum 6.6. Viel Spaß! Nikola, hast noch 2 Meter, ihr anderen auch. 2 Meter habt ihr. Wir sind jetzt in etwa schon seit einer Stunde draußen und uns erwartet aber auch gleich eine ordentliche Regendusche. Ja, es sieht nicht so berauschend aus. Also ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht so nass. Ich habe noch eine Regenjacke bei. Ist aber auch immer echt unangenehm, wenn man da so klitschnass ist und dann auch wieder nach Hause muss, das ist dann so, lieber nicht. So, morgen geht's dann nach Röbel und heute Abend muss ich dann noch ein bisschen was machen für die Schule. Ja, ich habe nicht so wirklich Lust und Laune, aber muss gemacht werden. Schöne Sonne haben wir. Und da ist Weltuntergang. Fährst du gleich im Neo nach Hause? Ja. Ja? Richtig schön nass auf dem Fahrrad? Nee. Hast du denn so ein richtig schönes Regencape dabei, oder? Nö. Also ich hab nur so eine Plane, die ich mir im Kopf hänge. Die Segelplane, am besten so, wie so ein ganz von der Laserplane einfach auf den Kopf. Ja, unschön so ein Tag mit Regen, Gewitter, Sonne, alles. Da weiß man nicht, auf was man sich vorbereiten soll oder was als nächstes kommt. Ganz schnell jetzt. Oh, das sieht doch echt so scheiße. So, herzlich willkommen hier in meiner Küche, ja, beziehungsweise in der WG-Küche. Bei mir steht heute auf dem Speiseplan Gnocchi mit Thunfisch und irgendwie Napoli-Soße, irgendwas zusammengemixtes. So, wir haben es jetzt 22.45 Uhr, morgen ist dann auch schon Freitag. Auf den Nachmittag hin geht es dann erstmal rüber zu meiner Familie, da muss ich noch den Rest zusammenpacken. Gut, dann will ich jetzt auch nicht lange schnacken, wir sehen uns dann am nächsten Morgen. Tschüss! Vlog. So einen krassen Vlog machen wir? Vlog. Wo sind wir gerade? Heute sind wir in Polen. In Polen? In der Nähe von Warschau sind wir. Ja. Hier ist die polnische Meisterschaft. Ja. Really? Really, nee. Nee, wir sind gerade in Röbel. Und wie nennt sich das hier? Das Trickmeisterschaft oder so? Nee, Optimalka. Optimalka. Voll verpeilt. Wie geht's, wie steht's? Ganz gut. Ja. Heute die erste auspacken, dann morgen gar nicht rausfahren. Ja, da hast du aber hohe Ansprüche. Ja, so wie beim Weltcup, da habe ich auch gesagt. Waren es im Endeffekt nur 3. Ja, also der hat ja auch, letztes Wochenende hat er auch gewonnen. So wie er hier? Ich auch. Eigentlich musst du heute auch gar nicht rausfahren, ich bin letzte Woche auch nicht rausgefahren. Am Stimmt. Samstag. Ja, kannst du morgen erstmal rein. Ja, okay, rein. Ja, dann komm. Tschüss. Wo fahr ich lang? Oh, fährst du lang? Rechts. Ich wollte Mitte rechts fahren. Mitte rechts? Ja, Mann. Wieso? Streifen kommen über rechts. Aber Anschlag rechts ist auch scheiße. Eigentlich auch scheiße. Was würdest du sagen? Also, welche Seite? Ich würde sagen. Ist mir egal. Okay, danke. Anschlag reinfahren. Ja. Herrliches Wetter, Leute. Kein Wind, keine Wolke, strahlender Sonnenschein. Was wünscht man sich mehr? Ja, ich glaube, die Segler wünschen sich gerade wirklich mehr Wind.
weil es stehen einfach nur. Ja, aber dennoch haben wir ja herrliches Wetter, muss ich sagen. Außer, dass mich echt ankotzen, diese Viecher. Wir haben hier so eine komischen Viecher an Bord. Hier. Die schwören hier überall rum. Immer fliegen die hier an oder kriechen bei den Sachen rum. Und schon wieder irgend so ein paar hässliche kleine, die sehen aus wie Motten. Das ist echt unangenehm, weil die pieken auch so rein. Manchmal beißen die auch. Und alles voll. Richtig ekelhaft. Ja, auch wenn es noch so schön aussieht, es gibt immer einen Nachteil. Eben erster abgebrochen. Ja, ist bitter. Aber dann machst du jetzt mal ein richtiges Ding. Ich meine, jetzt ist ja ein bisschen Wind, ne? Und jetzt rockst du nochmal. Ja. Ah, oh, du Sau! So, tatsächlich kam doch noch ein bisschen Wind und wir haben noch eine Wettfahrt geschafft. Aber es ist auch schon wieder recht spät. Wir haben es jetzt schon, ja, 5:30 und jetzt geht's rein. Wir schleppen die anderen jetzt noch. So, unser zweiter Tag. Ja. Wie fühlst du dich? Ja, mal gucken. Gestern war ja scheiße. Mal sehen, ob heute auch scheiße wird. Ja, super Wetter. Ja, wirklich super Wetter. Blauer Himmel. Wir müssen jetzt wieder schleppen. Letzter Tag. Wir haben bis jetzt nur eine Wettfahrt geschafft. Sieht ein bisschen mau aus. Ja, die Standards haben ja zwei. Ja, Standards haben zwei. Aber da ich ja für 7 trainiere und die Radials ein bisschen betreue, haben wir nur eine. Ja. Gut. Leine her. Soll ich mich gleich? Ja, kannst du gleich ranmachen. Oder Ole, mach dich mal auch gleich ran. Guck mal, hier ist hier eine krasse Kamera von Alex, habe ich bekommen. Und auf der Kreuz geht das Ganze. Ich habe schon gesagt, wir tun es, als würden wir das Wasser fallen lassen. Was kaufen sie denn? Ah, Platz verteidigen! Ja, ja, komm hier. Ja, aber, ja. Oh. Na ja, Zweiter. Zweiter? Ja, Mann. Oh. Doppelsieg, Doppelsieg. Ja. Cup beendet. Jetzt sind wir in Neubrandenburg, weil nächste Woche ist dann hier auch wieder Regatta. Wir haben nur einen Hänger abgestellt und jetzt geht's gleich wieder ab nach Hause. Jusi! Jusi! Na, was geht? Hast du mich vermisst? So Leute, wir befinden uns gerade in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause und ich wurde komplett über den ganzen Tag bzw. über das ganze Wochenende durchgebraten. Mein Gesicht ist komplett rot, meine Haut pellt sich hier schon. Ich brauche jetzt mal irgendwie eine Abkühlung bzw. nach so einem Tag braucht man einfach ein bisschen Erholung und da ist glaube ich so ein Bett ganz gut. Gleich wird noch ein bisschen gegrillt, dann noch einen kleinen Spaziergang gemacht mit meinem Hund Josef. Dann geht's morgen auch schon gleich wieder los nach Babelsberg. Dann viel Spaß.
euch am Morgen essen wir Nudeln? Ja. Das ist ja geil. Ja, wir machen gerade ein Filmprojekt und die Sache ist, ich sollte eigentlich morgens aufstehen und irgendwie soll das Frühstück schon dastehen und so, aber wir haben gar nicht gedacht, dass wir kein Frühstück gerade machen, sondern einfach normale Nudeln. Wir können auch Milchnudeln machen, das ist dann auch zu Frühstück. Weißt du? Das ist ziemlich unlogisch. Gar nicht.